Also gegen 15.50 Uhr ereignete sich hier ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein Reisebus aus dem Raum Stuttgart befuhr den Autobahnzubringer zur A71 aus Richtung Anstadt kommend. Im Kreuzungsbereich Flurweg oder Landwirtschaftsweg Richtung Dannheim kam ein Pkw mit Münchner Kennzeichen herausgefahren und es kam zur Kollision. Hierbei wurden insgesamt 21 Personen verletzt. Die Insassen des PKWs aus dem Münchner Raum wurden hierbei schwer verletzt. Sie werden im Prinzip in Schwerpunktkrankenhäusern transportiert nach Erfurt bzw. nach Bad Berka. Im Reisebus befanden sich 49 Kinder und 6 Lehrer. Insgesamt wurden im Reisebus 19 Personen leicht verletzt. Diese Schüler größtenteils werden betreut und versorgt im Kreiskrankenhaus in Anstadt. Die Feuerwehr Anstadt unterstützt uns bei unseren polizeilichen Maßnahmen, ebenfalls was die Sperrmaßnahmen betrifft und die Rettungsmaßnahmen hier am Unfallort. Die Reisenden werden erstmal transportiert durch den Regionalbus Anstadt ins Kreiskrankenhaus, wo eine Versorgung und Betreuung stattfindet. Und es ist schon ein Reisebus aus Richtung Stuttgart des Reiseunternehmers unterwegs, um die Kinder dort im Raum Anstadt im Krankenhaus aufzunehmen.